Liebe Focus Online Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tacheles-Zone, unserer etwas anderen Politik-Talkshow, in der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich fragen, ist das euer Ernst? Herzlich willkommen, lieber Jan. Hallo, liebe Caro. Wir haben heute richtig schöne Aufregerthemen, beispielsweise der Streit um das Elterngeld, das gestoppte Heizungsgesetz und natürlich auch für euch wieder einen prominenten Gast später in der Sendung. Ich freue mich sehr auf den FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray. Ich hoffe, ihr freut euch auch und seid gespannt. Wir waren jetzt länger nicht mehr auf Sendung, deswegen ist Jan richtig on fire. Und vorab müssen wir vor allem ein wichtiges Thema besprechen. Ich wusste gar nicht, dass du so sportaffin bist, aber die Bundesjugendspiele liegen dir wirklich am Herzen und jetzt ist es vorbei damit. Ja, also ich war natürlich nicht so gut bei den Bundesjugendspielen. Ja, ich bin ja eher so der schmächtige Typ. Relativ gut im Sprinten, aber sonst so mit Weitwurf und so, das hatte ich nicht so. Aber mein Sohn, jetzt gerade Vorbereitung, morgen ist Bundesjugendspiele in München. Ach. Und wie ich dann gelesen habe, abgesagt. Also letzte Mal, Berlin hat schon dieses Jahr umgestellt, statt Weitwurf, Weitspringen und schnell laufen, glaube ich, so ein Parcours um Bananenkisten, auf einem Bein hüpfen und einen Fahrradreifen werfen. Weil wir wollen doch den Kindern, die nicht so schnell sind und nicht so gut werfen können, die Schmach ersparen, hinter den anderen herzuwackeln. Ja? Also Beendigung des Leistungsgedanken in deutschen Schulen, jedenfalls beim Sport. Also ich finde das krass. Warum ist denn Leistung jetzt ein negativ behaftetes Wort? Naja gut, wir sind ja auch das einzige Land der Welt, das einen Negativpreis für das Wort Freiheit verliehen hat letztes Jahr. Ja, Gott, man möchte halt, weiß ich nicht, es ist irgendwie so unschön, ja, dass sich einige hervortun und einige irgendwie besser sind als andere. Das sollen wir jedenfalls in der Schule nicht wahrhaben. Deswegen ja übrigens auch Noten. Jetzt bis zur zweiten Klasse abgeschafft, in Hessen sogar bis zur vierten Klasse. Und das zieht sich ja irgendwie durch. Also der jetzige Abiturjahrgang hatte den besten Notendurchschnitt bei Abis, den es je gab in Deutschland. Also die Einzelnen haben nur noch sozusagen mit der Streusandbüchse, ja, so drüber wurden die gestreut über die verschiedenen Klassen. Ich frage mich allerdings natürlich immer, irgendwann kommt ja mal die Stunde der Wahrheit. Also wenn wir bis zum Abitur so tun, als ob irgendwie alle gleich sind, ja, und alle irgendwie toll und alle Leistung bringen. Es kann ja nicht jeder Bundeskanzler werden oder Star-Moderatorin oder Vorsitzende der Erziehungsgewerkschaft. Also, weiß nicht, wie lange wir das durchhalten wollen. Ich glaube, irgendwann wird es, wie gesagt, relativ bitter mit der Erkenntnis, ja, es gibt Leute, die besser sind als andere. Das stimmt vor allem. Ich frage mich immer, die Kinder untereinander wissen das doch auch. Also, ich wusste auch immer, wenn es ums Laufen geht, ich bin bestimmt nicht die Schnellste. Da sind tausend andere schneller als ich. Ja gut, Kinder durchschauen den Schwindel, den wir der Erwachsenen jetzt da veranstalten. Absolut, sofort. Und diese kleinen Biester, ich habe ja wie gesagt 3, also 2, 6 und 8, ne? Die finden da schon andere Wege, dem anderen zu zeigen, dass sie stärker sind. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, aber bei uns war das so, dass gerade im Sport manchmal die Schüler geglänzt haben, die jetzt in Mathe oder Deutsch nicht so die großen Leuchten waren. Denen nimmt man aber jetzt eine Möglichkeit, sich in anderen Sachen nicht schlecht zu fühlen. Nee, die sind wie immer die Gelackmeiten. Also das ist eine große Erfolgserlebnis im Jahr, ja? Also der Thorsten, der wie gesagt mal ein bisschen hinterherhing in Mathe und auch in Deutsch nicht der Schnellste war und der dann aber eben ganz, ganz, ganz toll war im Sport. Und dieses eine Erfolgserlebnis im Jahr hatte, das gibt es jetzt auch für Thorsten nicht mehr, ja? Das ist bitter. Was es auch nicht mehr gibt, bald für einige Leute, ist Elterngeld. Großer Streitpunkt diese Woche. Kürzung des Elterngelds für Besserverdiener. Das heißt, deine Kinderplanung ist jetzt damit endgültig abgehakt, oder? Genau. Also meine Frau kommt ja in der Tat und sagt, Mensch, noch so ein Nachzügler, noch so ein viertes Kind, das wäre doch super süß, ja. Und mir fehlten bislang so richtig die Argumente, aber jetzt kann ich es aufs Finanzielle schieben und sage, du, ich wäre wahnsinnig gerne dabei, aber wir können uns das nicht leisten. Ne? Ich glaube, ich meine, es gab ja ein bisschen Aufregung, ja. Das verstehe ich auch. Und was mich auch daran stört, ist, dass wieder mal
bei den sogenannten Reichen ja gespart wird. Also von, weiß nicht. Das war wenigstens mal eine Leistung, wo man nicht genau geguckt hat, sondern die irgendwie alle gekriegt haben. Mhm. Aber dass jetzt die Leute, die sich leisten können, keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil das Elterngeld jetzt fehlt, das glaube ich auch nicht. Also ich habe vorher nicht an die Steuerungswirkung des Elterngeldes geglaubt. Das sollte ja mehr Gleichberechtigung in Familien schaffen, ne? Also Lohnersatz für ein Jahr, also nur bis 1.800 Euro. Und dann möglichst auch mal den Männern ermöglichen, also aus der Tretmühle auszusteigen und ein halbes Jahr Elterngeld beantragen. Also in meinem Bekanntenkreis, die Männer, die das gemacht haben, und da gibt es eine Reihe, ja, 2-3 Monate, so eine Art vom Staat bezahltes Sabbatical. Also die haben die Zeit noch mal genutzt, mal ordentlich den Keller und den Hobbyraum aufzuräumen. Ja. Ja, mag sein, dass das vielleicht ein bisschen zweckentfremdet wurde. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also für mich als Frau ist diese Entscheidung komplett befremdlich. Ich kann das nicht verstehen. Denn wie du schon gesagt hast, war das ja ein Tool zur Gleichberechtigung, also zur Gleichstellung von Mann und Frau, dass auch die Männer mehr zu Hause bleiben. Und jetzt fallen wir in alte Rollenmuster zurück, weil am Ende des Tages bleibt dann wieder nur die Frau alleine daheim. Das finde ich kurios, dass sowas von den Grünen kommt. Also die richtigen Feministinnen, ja? Ich sag das mal so. Die hatten immer Zweifel, was das Elterngeld anging, weil das natürlich in diesem Fall auch Frauen angelockt hat, möglichst lange aus dem Arbeitsprozess, also Minimum ein Jahr auszutreten. Und also wenn du beim Spiegel beschäftigt bist, ja, so, oder bei der Behörde, was ja so ein bisschen äquivalent ist, dann ist es egal. Ne? Aber wenn du sagen wir mal, bei Siemens bist oder BMW in irgendeiner leitenden Position und da man ja austrittst, also dann ist der Job weg. Also das heißt, für die Karriereplanung ist das eher hinderlich. Und insofern, wie gesagt, unter feministischen Gesichtspunkten war das immer eher eine zweifelhafte Veranstaltung. Okay, gut. Wenn du das sagst als Oberfeminist, dann glaube ich dir das jetzt mal. Aber jetzt schimpft ja jeder über diese Einsparung. Ne? Genau. Jetzt schimpft jeder über diese Einsparung. Hätte es denn Alternativen gegeben? Denn der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ja gesagt, es muss gespart werden beim Elterngeld. Nee. Nicht schon das Ressort. Nein, hier gilt das Ressortprinzip. Er hat nur gesagt, das ist übrigens meine Frau auch jetzt so. Dachte immer, ich fand den Lindner mal einen guten Typ und jetzt kommt er und das Elterngeld den Leuten weg. Also, den finde ich überhaupt nicht mehr gut. Ich sag, da bist du schief gewickelt. Also, er hat nur gesagt zu Frau Paus, der Familienministerin, also mit ihren ganzen Sonderwünschen, das läuft hier nicht. Sie muss auch sparen, so wie die anderen auch. Wo sie spart, ist natürlich allein in ihrer Verantwortung, ja, also das schreibt ja nicht der Finanzminister vor, der gibt sozusagen nur den Haushaltsdeckel, ja, und wie dann der jeweilige Minister damit umgeht, das liegt in dessen Verantwortung. Nein, das ist die freie Entscheidung der grünen Ministerin Lisa Paus gewesen. Immerhin hat sie auch selber gesagt, es ist eine schlechte Entscheidung. Einsicht ist ja meistens der erste Weg zur Besserung. Das ist nämlich das ganz Neue bei den Grünen. Das geht jetzt, das habe ich schon beobachtet, auch bei diesem Asylgeschichte vor 2 Wochen, wo sich dann Annalena Baerbock hinstellte und sagte, ja, also das sei natürlich eine wahnsinnige Zumutung, ja, dass wir jetzt versuchen, mal ein bisschen die Grenzen zu schließen. Das habe sie sich jetzt selbst zugemutet, ja, und das täte ihr wahnsinnig weh. Das ist cool. Also einfach eine Entscheidung zu treffen und dann vor die Leute zu treten und dann, also am meisten schmerzt es mich. Finde ich auch, ist gut. Hat nicht funktioniert. Sag ich mir. Ich weiß auch nicht, was sie momentan am meisten schmerzt, aber bestimmt schmerzt die ganze Ampel, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Heizungsgesetz ist erstmal gestoppt. Nicht aus inhaltlichen Gründen, sei mal betont an der Stelle, aus formalen. Aber was ist denn das für ein Signal an die Ampel? Ja, wie heißt es so schön? Erst hat man kein Glück und dann kommt das Pech dazu. Ne? Alte Fußballerweisheit. Also da ist jetzt einfach der Wurm drin. Also das ist natürlich super, super peinlich. Ich würde mal sagen, vor allem für den Bundeskanzler, der ja immer sagt, also ich habe alles im Griff. Ne? Das ist ja das Mantra von Olaf Scholz. Er hat immer alles vorausgesehen, vorausbedacht, ja, also auch wenn irgendwas sehr quietscht, das war im Grunde so intendiert
um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, was er wollte. Ich weiß nicht, wie er das jetzt noch erklären will, dass das Bundesverfassungsgericht mal eben dieser Regierung in den Arm fällt und sagt, nee, Leute, also so geht das nicht, dass ihr ein Gesetz auf allerletzten Meter so mit so viel Anmerkung da den Parlamentariern hinknallt und sagt, also morgen übrigens sind abgestimmt, ne? Ich verstehe das bloß nicht. In den Parteien sind doch auch Juristen. Das kann man doch auch kommen sehen, dass sowas dann abgeschmettert wird. Und jetzt übrigens Wasser auf die Mühlen der AfD ist, die jetzt auch noch in Person von Alice Weidel getwittert hat, das Bundesverfassungsgericht gibt uns Recht. Dabei war das ja gar kein AfD-Politiker, der den Eilantrag gestellt hat. Also warum da jetzt Frau Weidel sich da besonders bestärkt fühlt, weiß ich nicht. Also es war jedenfalls keine AfD-Juristen, die zum Bundesverfassungsgericht mit dem Eilantrag gegangen sind, sondern Herr Heilmann, mir noch gut bekannt aus alten Tagen, als er noch Investor war, dann Justizminister in Berlin, also eher freundschaftlich verbunden. Und der hatte einfach die Idee und ist jetzt der große Held in der CDU. Also die AfD versucht sich irgendwie immer alle Orden anzuklatschen, die hier niemand verleiht. Aber jetzt steht ja, hast du ja auch schon drüber geschrieben, ein noch größerer Hammer in den Startlöchern, was unsere User sehr, sehr interessiert hat. Deswegen wollen wir darüber auch nochmal reden. Denn nicht nur Heizungsgesetz, was ja so eine Never-Ending-Story ist, sondern auch die geplante EU-Sanierungspflicht für alte Häuser und Gebäude. Dagegen ist das Heizungsgesetz ein Kindergarten. Ja, also so eine Wärmepumpe, die kostet so roundabout mit allem drum und dran so 30.000. Aber wenn jetzt die Brüsseler Pläne Wahrheit werden, also bis 2030 Minimum Energieklasse E, und jetzt kann ja mal jeder nachgucken, kennt ja diese Gelb, glaube ich, fängt das an und wird dann immer grüner oder röter, die Ampel. Das gilt ja auch für jedes Haus, also jeder Mieter, glaube ich, kriegt das in die Hand gedrückt, jeder Käufer und Verkäufer auch. Also ich habe mal bei mir geguckt, Pullach, Doppelhaushälfte, also ich habe Energieklasse E mit Ach und Krach, Baujahr 93. Und dann soll ab 2033 ja alles Energieklasse D werden. Das heißt, mit einem Schlag ist die Hälfte Minimum der Bausubstanz in Deutschland sanierungsbedürftig. Und da reden wir jetzt nicht von 30.000 Euro von einer Wärmepumpe, sondern da reden wir von Böden, Fenstern, Fassaden. Da ist man mit so einem Doppelhaus schnell mit 100, 120.000 Euro dabei. Also da, als ich das las, ja, dachte ich, Freunde, wollt ihr die Revolte? Was mich beruhigt hat, ist, dass sich auf meine Kolumne die Bauministerin gemeldet hat, per Direktnachricht Twitter, und mir zu verstehen gegeben hat, dass sie also das auch sehr kritisch sieht und nicht glaubt, dass das so kommt. Und da habe ich natürlich zurückgeschrieben, liebe Frau Geiwitz, also in dem Kampf haben Sie mich 100% an Ihrer Seite, und alle kritischen Bemerkungen zur SPD, die ich in diesem Zusammenhang gemacht habe, nehme ich dann sofort zurück und behaupte sofort an das Gegenteil. Der Hammer ist ja, das habe ich heute gelesen in der Vorbereitung, diese Energieeffizienzklassen sind ja europaweit nicht identisch. Das ist in jedem Land unterschiedlich. Das heißt, ein Haus, das in Deutschland Effizienzklasse E hat und dann D werden muss, ist sanierungsbedürftig, während das gleiche Haus in, keine Ahnung, Italien wahrscheinlich ein Palast wäre, ja, und alles ist in Ordnung. Das ist ja super. Also wir wissen das, also ich habe mich da auch informiert, habe extra mit dem Immobilienverband lange geredet, habe da auch so ein bisschen recherchiert. Also das gleiche Haus, das in Holland steht, 100 Meter von der Grenze weg, und eine Energieklasse C hat, und C ist also Bombe, ja, das hat in Deutschland G. So, der Holländer hat einfach beschlossen, nö, also sanierungspflicht sieht er nicht. Das gleiche Spiel in Frankreich und Polen. Und wer will es wieder natürlich 100% machen? Wir Deutsche, ja. Keine Ausnahmen, ja. Ehrensache, also ganz vorne anmarschieren bei der Klimabewegung. Blöd immer nur, dass man die Leute hat, die auch alle noch 4 Jahre wählen können. Und denen man dann die Rechnung irgendwie präsentieren muss, weil, also 120.000 Euro, das kann auch diese Bundesregierung nicht wegsubventionieren. Da fragen wir mal nach. Wir haben ja zumindest ein Mitglied der Ampel dabei, den Generalsekretär der FDP. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung Bijan Jirsai. Schön, dass Sie da sind. Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Wie stehen Sie zu dieser EU-Sanierungspflicht, die dann schlagartig plötzlich deutsche Häuslebauer enteignet, quasi, oder das Haus weniger wert macht? Das wird so nicht kommen, denn ich habe ja sehr aufmerksam verfolgt, was Sie dazu gesagt haben. In der Tat, das, was da kommen würde, das hätte erhebliche Folgen. Das würde die Menschen in unserem Land auch massiv wirtschaftlich und finanziell überfordern. Sie haben ja erlebt, wie komplex schon die GEG-Debatte in Deutschland war, also die Diskussion um das sogenannte Gebäudeenergiegesetz. Und wie viel Verunsicherung damit verbunden war. Allein dieses Gesetz, wenn es so gekommen wäre, wie ursprünglich vorgenommen, hätte die Menschen in unserem Land massiv überfordert. Und wir müssen da in der Tat aufpassen, denn die Richtlinien, die von der Kommission kommen, das ist einmal EU-Gebäuderichtlinie und natürlich die sogenannte Ökodesign-Richtlinie. Also beispielsweise nehmen wir die Ökodesign-Richtlinie, die würde ja im Prinzip dazu führen, dass wir die Erfolge oder die Dinge, die wir jetzt positiv beim GEG erreicht haben, also weg von der einseitigen Fokussierung auf die Wärmepumpe hin zu Technologieoffenheit, all diese Dinge wären mit einem Schlag weg, denn die Ökodesign-Richtlinie, die kennt keine Technologieoffenheit, sondern sie geht sehr klar auch von der Fokussierung auf die Wärmepumpe aus. Also das wäre schon nicht im Einklang mit dem GEG, was wir jetzt erreicht haben. Und das andere haben Sie ja gerade sehr sehr klar und wunderbar dargestellt. Wir reden hier von unterschiedlichen Effizienzniveaus. Also wenn Sie beispielsweise Deutschland mit Portugal vergleichen, also das würde kein Mensch verstehen. Und übrigens, das wäre auch ganz, ganz schlecht für das Bild, was Europa letztendlich bei den Bürgerinnen und Bürgern abgibt. Von daher, das wird so nicht funktionieren und dementsprechend werden wir auch sehr genau darauf achten, was da passiert. Also mit uns wird das nicht geben. Übrigens, die Vorsitzende der Kommission, Frau von der Leyen, Klammer auf, CDU, Klammer zu, weil ist ja auch für die Zuschauer, denke ich, sehr interessant, einerseits zu sehen, wie die Union sich im Deutschen Bundestag verhält, auch kommuniziert und argumentiert in der Debatte um das GEG. Und hier haben wir es zu tun mit einer Kommissionspräsidentin, CDU. Und da würde ich mich auch freuen, wenn gerade die CDU ihren Einfluss auch geltend machen könnte gegenüber der Parteifreundin in Brüssel. Aber jetzt ist ja erstmal ein kleiner erstmal Punkt, sich für die CDU zu verzeichnen. Also die Kollegin hat es ja gerade angesprochen, auch in ihrer Fraktion wird ja der ein oder andere Jurist sitzen. Und jetzt ist man ganz überrascht, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, Freunde, so geht es nicht. Oder was ist da passiert? Ich finde das nicht problematisch, im Gegenteil, denn diese Entscheidung ist doch gut. Ich meine, es ist auch völlig, völlig richtig und Sie haben völlig recht. Für viele ist das keine Überraschung. Wir haben hier ein Gesetz und beziehungsweise einen Entwurf komplett auf den Kopf gestellt. Also das, worüber wir heute reden, ist was ganz anderes als worüber wir vor einigen Wochen geredet haben, was Herr Habeck ursprünglich präsentiert hat. Das heißt, hier ist das fundamental, ein Gesetz fundamental auf den Kopf gestellt worden. Und selbstverständlich brauchen die Entscheidungsträger auch Zeit, um über diese Dinge, um sich gut zu informieren oder sich in die Materie hineinzuarbeiten. Und ich finde das eigentlich gut, und das ist die Stärkung des Parlaments. Und diejenigen, die in den letzten Wochen sehr dahinter waren, dass das Ganze sehr, sehr zügig jetzt auch durchkommt, die sollten sich aus meiner Sicht jetzt doch etwas intensiver mit dem Sachverhalt und vor allem mit dieser Entscheidung auseinandersetzen. Und vor allem ein wenig Demut wäre in dieser Situation hilfreich. Es hört sich gerade ein bisschen so an, als seien Sie Opposition. Das sind Sie vielleicht so ein bisschen in der Ampel, aber Sie Nein. haben doch das Ganze mitgemacht. Nein, das ist falsch. Also ich höre das nicht zum ersten Mal, als wäre ich Opposition. Zunächst einmal, Sie haben ja nicht den Generalsekretär der Ampelkoalition eingeladen, sondern Sie haben auch nicht einen Regierungssprecher oder Minister eingeladen, sondern haben sich, denke ich mal, bewusst auch für mich als Gast entschieden, hoffe ich zumindest. Und ich bin Natürlich. Generalsekretär der FDP und ich habe schon vor einigen Wochen sehr klar mich diesbezüglich artikuliert. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das so nicht kommen wird, zumindest nicht mit der FDP möglich sein wird. Und dieses Gesetz muss, das so habe ich, so wie ich das auch vorhin gesagt habe, muss fundamental auf den Kopf gestellt werden. Das hätte die Menschen in unserem Land, das hätte die Menschen in unserem Land überfordert, wirtschaftlich und finanziell überfordert. Und übrigens, wenn wir nur
punktuelle Veränderungen vorgenommen hätten, also angenommen ein paar kosmetische Korrekturen nach dem Motto, wir haben hier ein schlechtes Gesetz, wir werden das aber wieder gerade ausbiegen mit Fördermitteln, Subventionen oder wie einige sagen würden, mit Änderung des Mietrechts, also was auch immer, das hätte nicht funktioniert. Dieses Gesetz, so wie es ursprünglich geplant war, hätte auch den Sozialstaat überfordert. Von daher war es aus meiner Sicht notwendig, dass diese Veränderungen kommen. Deswegen hatten wir auch diese intensive Debatte und dieses Gesetz kann sich aus meiner Sicht jetzt heute zeigen lassen. Und das ist gut so. Ich hätte mir noch gewünscht, dass man es nicht so eilig gemacht hätte auf die letzten Metern, denn die Notwendigkeit, hier auch Tempo zu machen, war nicht gegeben, wenn man auf die Zeitintervalle oder die Horizonte blickt. Also das hat mit Opposition nichts zu tun. Ich finde, eine sachliche, harte Auseinandersetzung, wie gesagt, eine sachliche, in der Sache, an der Sache orientierte Auseinandersetzung, selbst in einer Koalition, muss möglich sein und ist sogar außerordentlich hilfreich. Hätten wir das nicht gemacht, weil Sie gerade gesagt haben, ich würde mich hier wie Opposition benehmen, hätten wir das nicht gemacht, hätten wir ein sehr, sehr schlechtes Gesetz gehabt und das wäre mit Sicherheit ein Fördermittel oder ein Mitgliederfördermittel gewesen für Populisten von welcher Ecke auch aus. Gut, wenn ich sagen darf, also ich finde, dass dieses Vorgehen ein bisschen zeigt nur den Regierungsstil der Ampel, wo jetzt wir beide sagen können, okay, wir sind jetzt nicht Teilnehmer und Sie als Generalsekretär gucken auch von der Seite drauf. Aber sag mal, für die Arroganz, die diese Regierung an den Tag legt. Also das ist schon, ich glaube, ich war neulich so mal ein Vertreter der Linkspartei, der dem Bundeskanzler entgegengehalten hat, nach dem Motto, Sie reden ja schon nach einem Jahr, so wie Frau Merkel nach 16 Jahren geredet hat. Fand ich ganz lustig. So ist es. Und es gibt ja ein weiteres Beispiel, wo, ich meine, Sie wissen, ich habe gewisse Sympathien für die FDP, aber wo Ihre Partei und die von mir gewählte die Hand gehoben hat. Und zwar in dem Versuch, die Spielregeln im Bundestag so zu ändern, dass die Linkspartei und auch die CSU, also die Partei, die ich hier vor Ort habe, möglicherweise beim nächsten Mal rausgekegelt werden aus dem Bundestag. Und da muss ich mal sagen, das hat auch die gleiche Form, diese, ich würde sagen, atemberaubende Arroganz, wie da vorgegangen wird. Sie meinen jetzt vermutlich die sogenannte Wahlrechtsreform. Genau, eine Wahlrechtsreform, wo der Mann der Opposition sozusagen sagt, komm, Vogel, friss oder stirb, wir machen das einfach hier, weil wir jetzt die Mehrheit haben und die dazu führen wird, dass die CSU, ja, die im Augenblick also alle Wahlkreise in Bayern gewonnen hat, ich glaube letztes Mal alle Bundestagswahlkreise, beim nächsten Mal im Bundestag nicht mehr vertreten ist, weil man gesagt hat, und das gilt ja bislang, 5%-Hürde gilt dann nicht, wenn man mit mindestens 3 Direktkandidaten einziehen kann. So, und das hat die Linkspartei diesmal gerettet. Das hat mich natürlich geschwärzt. Klar, ich wünsche mir ja, auch eher ein Parlament ohne Linkspartei. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man sich auf Regeln vereinbart hat und auch nicht, wenn man die Macht plötzlich hat, sagt, jetzt regeln wir, weil wir die Macht haben, ändern wir einfach mal die Spielregeln. Naja, ich meine, auch diese Debatte ist ja nicht vom Himmel gefallen und hat auch eine lange Vorgeschichte. Ich meine, Sie wissen das ja auch, dass Wahlrechtsveränderungen ja in der letzten Wahlperiode, in der Wahlperiode davor, dass die mit der CSU vor allem nicht möglich waren. Das ist ja bekannt. Das sagen sogar Kolleginnen und Kollegen aus der CDU. Wenn man die fragt im Hintergrund, dann sagen die, ja, Mensch, wir hätten das ja auch früher machen können, aber das war halt nicht möglich. Also nur einfach als nur mal die historische Betrachtung. Den Auftrag, den Deutschen Bundestag zu verkleinern, den haben wir doch alle gehabt. Es steht im Wahlprogramm von allen Parteien, also in unserem Wahlprogramm war es drin. Es war unser Ziel, den Deutschen Bundestag zu verkleinern. Und hätten wir das nicht gemacht, dann müsste ich mir heute das vermutlich anhören. Mensch, warum kriegt ihr das nicht hin, den Deutschen Bundestag zu verkleinern? Das ist auch ein Bundestag, der inzwischen viel zu groß ist, viel zu aufgebläht. So, jetzt haben wir es gemacht. Jetzt haben wir hier einen Ansatz gefunden. Jetzt wird man auch noch kritisiert für die technischere Vorgehensweise, die man hier gemacht hat. Also, kommen Sie mir nicht davon. Das ist mehr als ein technisches Detail, wenn die CSU plötzlich nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Die CSU wird immer ganz klar auch darüber sein. Also, das ist eine theoretische Diskussion und man hat niemand, also ich habe diese Dinge nicht verhandelt. Also, ich war nicht in der Verhandlungskommission, aber niemand hat sich dort hingesetzt mit dem Ziel, jetzt machen wir etwas, um damit künftig
eine bestimmte Partei, Partei X oder Partei Y, draußen bleibt. Also Absichten dieser Art sind mir nicht bekannt. Und wir haben eine ganze Reihe von kritischen Diskussionen geführt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Mensch, was bedeutet das auch mit auch für taktische Fragen, koalitionstechnische Fragen der Zukunft? Also ich kann hier sagen, dass diese, das ist mir nicht bekannt, dass Überlegungen dieser Art eine Rolle gespielt haben. So oder so hat man so den Eindruck, dass diese Regierung bei der Bevölkerung gerade überhaupt nicht gut ankommt. Auch die Opposition nicht mit der Union. Die Umfragezahlen gehen nach unten. Jetzt sagen sehr viele Politiker immer, was stören mich Umfragen. Aber das Schlimme ist, die AfD hat einen absoluten Höhenflug, ist teilweise schon zweitstärkste Kraft im Land, in dem ein oder anderen Bundesland oder sogar noch schlimmer. Wie erklären Sie sich das? Also zunächst einmal bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das kein Rechtsruck ist, auch wenn einige Journalisten und Journalisten mir das permanent versuchen zu erklären. Für mich, ich kann in unserem Land keinen Rechtsruck erkennen. Auch bei zentralen Fragen wie beispielsweise, nehmen wir das Thema Migrationspolitik. Also egal wo Sie im Land sind, die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland sind weltoffen und tolerant. Sie wollen wissen, wer zu uns kommt. Und vor allem wollen sie, dass Rechtsstaatlichkeit, dass Migrationspolitik nach rechtsstaatlichen Kriterien erfolgt. Und das ist, das sage ich Ihnen als jemand, der viel im Land unterwegs ist und sich auch mit Bürgermeistern und Landräten unterhält. Da ist ganz klar immer die Bitte gerichtet, die Themen Kontrolle, Steuerung und Begrenzung, dass wir gerade diese Themen in der Bundespolitik auf jeden Fall umsetzen und darüber hinaus auf europäischer Ebene. Wir haben Menschen in unserem Land, die den Eindruck haben, dass die Politik sich von der eigenen Lebenswirklichkeit entfernt hat. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ich weiß, dass ein Teil von denen, die jetzt bei der AfD sind oder zumindest in den Umfragen angeben, die AfD zu wählen, wenn am Sonntag Wahlen wären, dass ein Teil davon vielleicht nicht mehr erreichen können. Aber ich glaube schon, dass wir noch sehr, sehr viele von denen erreichen können. Und den Versuch, also aus meiner Sicht ist es lohnenswert, auch das zu machen, sich hinzustellen und diese Leute zu beschimpfen und zu sagen, die sind alle blöd, alle Nazis, das ist aus meiner Sicht keine kluge Strategie. Wobei so richtig ist das noch keine Erklärung. Wir haben ja eine Opposition in Deutschland, die heißt CDU. Eine große Partei, die auch in der Migrationsfrage jetzt nicht grüne Konzepte vertritt. Also der Parteivorsitzende Friedrich Merz wurde wahnsinnig dafür verprügelt, dass er bei Lanz gesagt hat, also dass es da ein Problem in deutschen Schulen gibt, wo sich kleine Paschas befinden, die nicht sich an ihren Regeln halten. Also das ganze Vogue-Deutschland ist aufgestanden. Das darf man nicht reden, sagen. Ja? Ich glaube, also die Leute, jedenfalls von denen, denen Sie sprechen, die sich nicht mehr abgeholt fühlen, müssten ja eigentlich alle genickt haben. Wir haben ja auch eine kleine Opposition, haben wir festgestellt, sogar in der Regierung. Also Sie sehen ja, erkennen mal die Dinge anders als die Grünen. Warum? Das kann man so sagen. Und dann wäre ja doch die logische Konsequenz eigentlich zu sagen, die CDU steigt und vielleicht auch steigt ein bisschen die FDP. Aber nee, die Leute ganz außen steigen. Warum das? Naja, gerade bleiben wir bei dem Beispiel, was Sie erwähnt haben. In der Migrationspolitik hat ja die CDU ja wahnsinnig viel Vertrauen verspielt. Ich meine, wir dürfen die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel nicht vergessen. Wir tun gerade alles dafür, das hätte man der Ampelkoalition niemals zugetraut. Deutschland war ja einer der Gründe, warum wir auf europäischer Ebene kaum Fortschritte nach 2015 erreicht haben, war ja die deutsche Politik unter Frau Merkel, die sich permanent für Sonderwege und nochmal Sonderwege entschieden hat. Und da wollten die anderen nicht mitmachen. Allein die simple Frage, wie schaffen wir es, die Grenzen der Europäischen Union besser zu schützen. Allein das war darüber zu diskutieren, war in Deutschland oder beziehungsweise für die deutsche Regierung oft eine große Herausforderung. Und wir sind diejenigen, die sagen, ja, selbstverständlich brauchen wir physische Grenzen und selbstverständlich müssen wir hier gemeinsam europäisch dagegen vorgehen und die Außengrenzen der Europäischen Union stärken und übrigens auch Asylverfahren dann auch dort entscheiden. Also das sind schon große Veränderungen und die Migrationspolitik von Frau Merkel, selbst aus der heutigen Perspektive, hat viel Vertrauen in der Bevölkerung verspielt und viel Vertrauen in der Europäischen Union verspielen. Aber darf ich noch mal ganz kurz einhaken, was Sie vorhin genannt an der Stelle mit Friedrich Merz. Ja, diese Debatte zeigt doch alles. Friedrich Merz hat doch einen sehr, sehr wichtigen Punkt
dort gemacht. Also das sind doch Wahrheiten, die er ausgesprochen hat. Ich würde andere Begriffe benutzen als er. Also ich würde den Begriff kleine Paschas nicht verwenden. Aber in der Sache, rein inhaltlich gesehen, hat doch Friedrich Merz völlig recht. Und ich fand es halt bemerkenswert, dass niemand ihn verteidigen wollte oder konnte. Und auf jeden Fall die Debatte zu führen über Defizite in der Migrationspolitik, Defizite auch in der Integrationspolitik, das sollten wir tun. Politik muss im Einklang sein mit der Realität. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, diese Fähigkeit hat die Politik nicht mehr, dann haben wir alle ein großes Problem für die Demokratie. Ich bin ein bisschen überrascht, denn die Migrationspolitik ist bestimmt nicht der Grund, warum die AfD momentan so extrem Zulauf hat. Selbst unter Angela Merkel waren die Zustimmung für die AfD nicht so hoch wie jetzt. Da gibt es ganz andere Gründe, vor allem diese, also vieles ist natürlich diese grüne Politik, die sie auch mittragen müssen oder wollen oder kompromissfähig sein müssen, wie man es immer auch nennt. Aber ein großer Punkt ist auch ein anderer. Wir hatten bei uns bei Focus Online einen AfD-Schwerpunkt. Unsere Reporter sind raus und haben mit den Leuten gesprochen und haben da auch gesehen, dass die AfD-Politiker auf den Marktplätzen sind und da die Werbetrommel rühren, die großen Namen. Wann waren Sie denn das letzte Mal auf einem Marktplatz? Man hat immer so den Eindruck, die ambitionierten demokratischen Politiker, die jetzt auch in der Ampelregierung sind, die sind nur noch in ihrer Berliner Blase unterwegs. Nein, das stimmt nicht. Die überwiegende Mehrheit der Politiker sind nicht in ihrer Berliner Blase. Politiker haben ja auch einen Wahlkreis, Journalisten nicht. Von daher wissen Politiker schon sehr genau, und das ist auch ein Vorurteil, zu glauben, Politiker würden jenseits der Realität leben. Mein Punkt war, wir haben ja vorhin die Migrationspolitik nur als Beispiel genommen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Wir haben doch soeben am Anfang der Sendung über das GEG gesprochen. Selbstverständlich hat dieses Gesetz ja auch allein die Art und Weise, wenn Menschen das Gefühl haben, hier greift der Staat ein, das ist mein Eigentum, hier wird eingegriffen oder ich werde demnächst wirtschaftlich oder finanziell total überfordert, dann wollen die Menschen auch diese Form der Klimaschutzpolitik nicht mitmachen. Also wenn man das Gefühl hat, da wird Klimaschutzpolitik ideologisch von oben gemacht, dann werden die Menschen dann nicht mitgehen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, bei diesen wichtigen Zentralen oder bei allen Fragen die Menschen, aber gerade bei diesen zentralen Diskussionen die Menschen mitzunehmen. Und das ist bei GEG am Anfang nicht der Fall gewesen. Und dementsprechend gibt es auch große Unzufriedenheit. Das ist völlig klar. Also ich will nur sagen, die Themen sind unterschiedlich. Aber wenn der Punkt da ist, und das ist etwas, das ist meine Beobachtung, das ist inzwischen sogar in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn dann Vertrauen oder wenn kein Vertrauen gegenüber den demokratischen Institutionen in unserem Land existiert, dann haben wir ein großes Problem. Und daran müssen eigentlich alle Parteien arbeiten. Also wie ist denn Ihr Weg? Eine Entlastung der Selbstschuldzuschreibung. Ich glaube, was wir echt übersehen, ist, dass die AfD einen Punkt hat, einen Selling Point, der ist einzigartig. Den teilt sie mit der Linkspartei. Den hat keine andere große Partei an Bord. Das ist die Russlandliebe. Und raus aus der Ukraine, was machen wir eigentlich in diesem Krieg? Wollen wir uns die Atombombe auf den Kopf fallen lassen? Das kommt in jeder Rede im Osten vor, auch im Westen. Also wir unterschätzen, glaube ich, dieses Thema. Und das, muss man sagen, ist auch etwas, was eben keine der großen Parteien mit dem Angebot haben kann. Ist immer so. Ich bin ja auch froh drum. Also wir haben halt in der CDU, keinen in der FDP und auch keinen in der SPD oder den Grünen, jedenfalls in führender Position, der sagt, also wir müssen da sofort aus der Ukraine raus und Putin ist überhaupt der Größte. So. Und das ist ja genau das, was die AfD und was die Linkspartei verkünden. Ja, und das ist falsch. Ich bin selbst viele Jahre Außenpolitiker gewesen, in der letzten Wahlperiode noch außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der FDP. Wäre die Ukraine gescheitert, bin ich mir sicher, dann hätten wir heute ein weitaus größeres Problem in Europa. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also das, was die Ukraine dort leistet, ist enorm. Viele hätten das nicht für möglich gehalten. Ich meine, die amerikanische Geheimdienste leisten auch einen enormen Beitrag, ist auch einer der Gründe, warum die Ukraine standhält, sogar in bestimmten Bereichen erfolgreich. Aber ich weiß, dass in Moskau Köpfe sitzen. Ich bin in den letzten Jahren sehr oft dort gewesen, habe auch mit Politikern im Auswärtigen Amt oder Parlamentariern dort gesprochen. Da sitzen sehr, sehr viele Köpfe, die den Ist-Zustand der Welt nicht akzeptieren wollen, sondern das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Dort sitzen sehr viele führende Köpfe, die nach wie vor bedauern, dass die Sowjetunion untergegangen ist. Da sind viele
Menschen, die einfach ein ganz anderes Bild haben, auch von der geopolitischen Lage als wir. Und dieses Bild, kann ich Ihnen nur sagen, ist außerordentlich gefährlich. Und wenn die in der Ukraine durchgekommen wären oder erfolgreich gewesen wären, dann wäre kein Staat in Europa mehr sicher gewesen. Darüber muss man uns im Klaren sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche mir und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, die Leute zurückzuholen ins demokratische Spektrum, weil, wie Sie schon gesagt haben, das sind nicht alles Nazis, aber umso schlimmer für die Ampel, dass die Leute die AfD wählen und die Nazis in Kauf nehmen, bevor sie die Ampel wählen. Also das, finde ich, ist auch so ein Learning für die Politiker, finde ich. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War sehr unterhaltsam. Danke, Jan, wie immer. Eine Ehre. Und danke euch da draußen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.